Ja, hallo, willkommen zurück im Düsenland bei Technik Haukenkraft. Wir waren stehen geblieben, wir hatten alles einsortiert und ich habe hier halt noch ein wenig Häuschen weitergemacht, wie man ja sieht. Wir hatten die Umrandungen gemacht, die Fenster und hier diese Verzierungen. Ja, aber was ich leider auch machen musste, ist zwei, drei Mods rausnehmen. Da habe ich dieses Modpack hier auch auf dem Haukenland-Server spielen wollen. Hatten sich da wohl einige dann doch wohl beschwert, das ist viel zu viel vom Essen. Doch wohl ein wenig viel Rezepte gewesen und so. Ja, da habe ich mir gedacht, nimmst du mal so zwei, drei Mods raus, die man auch echt nicht braucht im Moment. Ja. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ins Bettchen, weil es wird ja schon wieder dunkel. Und im Dunkeln sieht man halt nicht so viel. Deshalb gehen wir nochmal ins Bett. Ja, dann pflanzen wir da schon mal wieder neue Weizen an da hinten. Aber erst muss ich noch Wasser füllen, dass man den ganzen Weizenkram mitnehmen. Flachs kann ich auch noch anpflanzen. Erstmal sowas mit. Nehmen wir mal so einen Platz Flachs mit. Und dann können wir eigentlich nochmal hingehen und hier so 1, 2, 3, 4, 5 für den Flachs. Wieso ist da unter denn noch Stein? Ja, da war ja vorher, stimmt, hat ja vorher einen Weg wahrscheinlich da gemacht. So, da würde ich sagen, machen wir hier ein anderes Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, da muss ich nochmal eben hier die Steine rauskloppen. Weil sonst sieht das scheiße aus. Ich hab ja genug Dreck noch mit. Machen wir mal eben zu. So, hier auch alles Sand. Ja, schön. Da auch sehr herrlich. So, hier haben wir Wasser holen. Meinen Eimer habe ich ja, den kann ich schon mal hier reinschütten. So. Dann gehen wir noch mal ein bisschen Nachschub holen. Kann man nie genug von haben. Aber wir haben ja genug Wasser. Vielleicht ein Meer vor der Tür. Das ist ja das Schöne, dass man da wieder Wasser raus schaufeln kann. Ohne dass man Angst haben muss, dass da wieder die Hälfte fehlt. Das ist schon recht gut. So. Da noch was raus. Da noch was raus. Jetzt habe ich aber, glaube ich, die Flachsdinger. Die sind, glaube ich, da muss ich die Textur, glaube ich, noch mal ändern, wenn ich das richtig habe. Da hatte ich wahrscheinlich eine Kleinigkeit übersehen. Wenn ihr euch fragt, warum, das zeige ich euch sofort. Nämlich, dieser weiße Hintergrund hier, das liegt daran, weil ich das nicht transparent gemacht habe. Und, machen wir einmal Wasser nochmal voll, vielleicht brauchen wir ja nochmal. Und darum ist das jetzt so. Aber das werde ich auch nochmal ändern. Wenn ich da denken sollte. So. Nee, das ist falsch. Das soll da nicht hin. Da habe ich nichts von gesagt. Schade für die ganze Arbeit, die ich davor schon gehabt habe. Die ganzen Lampen hier aufbauen, die ganzen Zäune spannen und alles bepflanzen. Aber naja,
ne? Man will ja mit Kumpels spielen und wenn da welche von sagen, nee, das muss nicht so viel sein, lass erstmal so und so. Okay, dann machen wir das. Aber dann sollte man wenigstens auch mal die Mods benutzen. Nicht rumjammern zu viel Mods, dann sollte man auch mal welche benutzen. Weil, wofür haben wir die denn? Schließlich, also bestimmt nicht zum Angucken. So, pflanze ich hier mal das Flachs. Was sich nur auf dunkle pflanzen lässt. Ich habe mal feststellen muss. Wie ich schon mal festgestellt habe wahrscheinlich. Da warten wir mal eben. Bis das soweit voll ist. Dann gehe ich schon mal hin und pflanze da mal das Weizen. Müssen wir ja auch haben. Ich bin auch schon überlegen, ob ich nicht hingehen soll und mir da so eine Erntemaschine hinbauen. Die habe ich ja im Drüsenland, im Haukenland ja auch schon gebaut. Die könnte ich hier vielleicht auch noch mal hinsetzen. Ist auch so eine kleine Abwandlung, wie Ronkland gemacht hat mit der automatischen Erntemaschine. Ein klein wenig verändert, weil ich brauche nur eine Piste. Allerdings ist das Feld dann auch nicht so ganz breit. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Solange man da genug rausholt, ist das okay. So, gehe ich mal Nachschub holen. Oder während das hier ein bisschen anreift, könnte ich ja noch mal hier die Frotte-Axt. Könnte ich auch mal hingehen. Wir haben ja noch Erdbeeren und Möhren. Erdbeeren und Möhren. Kartoffeln und Möhren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sollte eigentlich so reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, holen wir hier nochmal die Steine raus. Legen wir da neuen Dreck rein. Frische Erde, könnte man auch sagen. Muss man haben essen. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. So. Hier haben wir auch noch ein paar, die ändern wir auch noch eben um. So, weg da. Du auch weg. Du weg, du weg. Ein Loch wollen wir ja nicht. Könnte man ja reinfallen und das tut weh. Ja, neu dazugekommen auf meinem Kanal sind auch diese Abenteuer-Maps, die ich ja mit meinem Kollegen Rotzkocher auch schon mal mit anderen, die auf dem Hauptmann-Server spielen, immer freitags zocken im Livestream, 20 Uhr. Eigentlich jeden Freitag, wenn ich nicht gerade arbeiten muss. Ich habe ja das Glück, in drei Schichten zu arbeiten. Und womit ich mit den Aufnahmen auch schon mal ein bisschen hinterher hing. Ja, also, was man sich fragen sollte, warum hat er noch keine neuen Aufnahmen hochgeladen? Zeit. Ist ja auch ein bisschen zeitaufwendig. Man kann ja nicht immer nur spielen, spielen, spielen und aufnehmen und dann nicht alles hochladen. Nimmt Zeit in Anspruch. Ja? So ein Rendern ist auch nicht mal eben in 5 Minuten getan. Oh. Daneben. Dahin. Ich habe zwei Felder, ja. Dann können wir hier schon mal
auch wieder im Boden ackern. Frisch geackerter Boden. Da ein Fuchs rum. So, erste Feld. Neues Feld. Weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch irgendwo Kartoffeln oder Möhren? Die werden mal gucken. Ob ich da noch irgendwo in der Kiste habe. Wäre ja ratsam. Ja, dann ist die Eisenhacke oder Steinhacke, was das gewesen ist, dann auch mal auf. Macht aber nichts, die brauche ich eh nicht. Ich habe ja meine schönen Diamante. Meine schönen Diamantwerkzeuge. So, da gehen wir schon mal Nachschub holen. Da sind immer noch Steine drin. Ein wenig Flachs brauche ich. Und wenn wir schon mal hier sind. Habe ich irgendwo Torchberries? Ah, die bringen eigentlich auch nichts. Gerstensamen, ja sicher, Gerste kann man ja auch noch anpflanzen. Die haben wir ja auch noch. Und Baumwolle haben wir auch noch. Kann ich die also auch nochmal neu anpflanzen? Okay, habe ich da wohl übersehen. Da ist noch mehr Gerstensamen. Ich wollte aber eigentlich gucken, ob ich Kartoffeln oder Möhren noch habe. Ja. Ne, kein Wassereimer. Hier die Dinger. Sollte ja auch wenigstens ein bisschen voll sein, ja, ne? So. Ja, da es schon wieder dunkel wird, gehen wir mal. Dunkel wird, so. Gehen wir mal ins Bett. Ja, das Wohnzimmer müsste ich langsam auch mal einrichten. Gleich mal in der Küche gucken, ob ich da irgendwo Möhren gebunkert habe, glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht. Was haben wir hier drin? Da sind noch die ganzen Blümchen drin. Was habe ich hier reingeschmissen? Ah ja. Hier haben wir auch noch mal so einen Flachs. Da ist eine Möhre. Eine. Ich hätte doch noch mehr Möhren. Überhaupt nichts. Mist. Unten glaube ich auch nicht. Rucksack? Auch nicht. Da muss ich mich wohl noch mal auf der Suche begeben, wenn ich mal ein paar Möhren kriege oder so. Ja. Ich würde sagen, pflanzen wir erstmal die Gerste dahin. Kann man auch Brot draus machen. Da kriegt man irgend so ein Mehlzeug, glaube ich, raus und das kann man im Ofen schmeißen und man backt halt direkt ein Brot daraus. Ist recht praktisch eigentlich. So, das war die Gerste. Jetzt können wir noch hingehen und hätte da noch mehr. Wo habe ich den Baumwollsamen jetzt gelassen? Habe ich auch welche von mitgenommen. Baumwolle. Die habe ich doch gerade noch gesehen. Wo sind die? Habe ich jetzt? Hä? Habe ich die nicht gerade mitgenommen? Ach, da habe ich sie gerade in der Hand. Wo waren die denn jetzt? Waren die unsichtbar? Gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal so eine Reihe hin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5. Damit wir auch schön Platz haben, kann ich das wieder hier raushauen, ne? Da ist aber Kupfer. Ja, das hole ich jetzt aber nicht raus. Nee, das hole ich nicht raus. Da lasse ich jetzt erst nochmal drin. Aber ich sehe auch gerade, eigentlich ist die Zeit da schon wieder rum. Dann sage ich mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.